an vielen Orten erschreckend auf und die Neonazis hierzulande verspüren Aufwind. Sie üben den Schulterschluss und leisten ihren Gesinnungsgenossen drüben Schützenhilfe, womit Ausländerhass, Arbeitslosigkeit, Antisemitismus und großdeutschen Parolen Stimmung zu machen ist. Neben illegalen Aktionen peilen die Ewiggestrigen auch die bevorstehenden Wahlen an. In der Südfunkreihe Zeichen der Zeit zeigen Tilman Achtnich und Erich Schütz diese bedenkliche Entwicklung. Deutschland erwache, die Wiedervereinigung der Neonazis, so haben sie ihren Beitrag überschrieben. Und noch eine Vorbemerkung. In der Sendung Erstens vom vergangenen Samstag wurde der Liedermacher Gerd Knesel gezeigt, der in folgendem Film bei einem oberschlesischen Heimatabend auftritt. Sollte der Eindruck entstanden sein, dass Herr Knesel mit der rechtsradikalen Szene in Verbindung gebracht werden könnte, so wäre dies falsch. Norden! Von der Etsch im Süden sei diese Flamme zu euch gesandt. Vom Osten, von der Oder vom Memelstrand, reichen die Brüder im Geiste euch die Hand. Und mögen sie uns hassen, wie uns das Reich zerschellt. Wir werden es nicht lassen, durch Deutschland gehen die Straßen in eine neue Welt. Ich werfe den Kranz für die Zukunft des Volkes. Ihm wollen wir dienen. Glut. Uralter Unsinn aus meist jungen Kehlen. Die neue deutsche Rechte trifft sich, vereint zur ersten gemeinsamen Sonnenwendfeier an der innerdeutschen Grenze. Einig sind sich die zahlreichen Gruppen und Grüppchen in ihrem großdeutschen Wahn und vor allem im Drang nach Osten. Wir haben keine Ansprüche an andere Völker. Wir wollen nur das, was den Deutschen gehört, was sie jahrhundertelang urbar gemacht haben, kultiviert haben und zu leben erlebt haben. Und wir haben diesen Völkern blühende Landschaften überlassen. Sie haben daraus Ruinen gemacht. Sie haben sie heruntergewirtschaftet. Im Namen des deutschen Wesens soll die Welt genesen. Wenn man zum Beispiel bei Polen hört, zum Beispiel die Polen, die sind faul und so weiter, die bauen kaum was auf und so weiter und uns. Ich war haben wir schon in Schlesien, in meiner Heimat drüben gewesen. Die lassen alles mehr verkommen als sonst was. Ja. Die Polen bitten uns ja schon in Schlesien, dass die Bauern rüberkommen sollen und sollen ihnen helfen. Und die Russen überlegen, ob sie das frühere Ostpreußen mit Deutschen besiedeln sollen. Das ist deutsches Land, was die Polen als zur Verwaltung übergeben gekriegt haben 1945. Überall, wo Deutsche wohnen, wo den Stirnen hängt der Schwur. Niemals werden wir verzeugen, nie Gewalt für Recht ansehen. Deutschland, Deutschland, über alles, und das Reich wird neu erstehen. Deutschland, Deutschland. Kilometer östlich. Hier an der Neiße, Deutschlands Grenze zu Polen. Ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Die Neiße teilt die schlesische Stadt Görlitz. Diese Grenze wird von allen Demokraten in Deutschland anerkannt.
Vor 40 Jahren, im Juli 1950, ist hier in Görlitz der Friedensvertrag zwischen der DDR und Polen unterzeichnet worden. Der einzige große Tag in der Nachkriegsgeschichte der halbvergessenen Grenzstadt. Die Friedensbrücke. Der letzte übrig gebliebene Übergang von Görlitz nach Skorzelec auf der polnischen Seite. In den Katakomben des alten Rathauses im einst so prächtigen Görlitz erinnert sich Archivar Peter Wenzel noch genau an den Festtag des Friedensvertrags. Für ihn ist die Idee der Freundschaft mit Polen bis heute lebendig geblieben. Ein Tag, den ich wohl in meinem Leben nie vergessen werde. Es war praktisch meine erste Begegnung mit Bürgern der Volksrepublik Polen, also mit Bürgern der Nachbarstadt Skorzelec. Und als wir seinerzeit über die Brücke kamen, war ein Bub von etwa 14, 15 Jahren Mitglied der Pionierorganisation, wurden wir mit unvorstellbarem Jubel von polnischen Bürgern empfangen. Der ganze Demonstrationszug, der löste sich eben nur auf. Und es ist wie im Traum gewesen. Das war also nicht anbefohlen, sondern wirklich herzlich, denn beide Teile hatten also wohl den festen Willen, einen Schlussstrich unter ein Kapitel unglückseliger Vergangenheit deutscher Geschichte zu ziehen. Otto Grote wohl rief aus: Wer gegen dieses Abkommen hetzt, hetzt zum Kriege. Wer für die Erfüllung dieses Abkommens wirkt, wirkt für den Frieden und die Freundschaft der Völker. Für die meisten gilt das jetzt nicht mehr. Die Görlitzer fühlen sich heute verraten und verkauft. Getrennt vom alten Schlesien, vergessen von der Regierung in Ostberlin, vernachlässigt bei den Subventionen des Staates. Ihr Stolz war gekränkt. Jetzt zeigen sie wieder Flagge. Die schlesische. Heimatverbundene Lokalpolitiker haben das Kuratorium Schlesische Lausitz gegründet. Görlitz soll wieder einen Platz an der Sonne im neuen Deutschland bekommen. Doch beim Kampf für den alten Glanz mischen auch junge Revanchisten kräftig mit. Die Schlesische Befreiungsfront. Wenn Sie weiter nach Schlesien reinfahren, merken Sie sofort, wo Deutsche wohnen. Denn hier an der Grenze mag es ja noch gehen, da viele bei uns arbeiten. Da sieht man, haben alle Gardinen vor die Fenster. Aber wenn man schon weiter reinfährt, dann werden dann schon die Unterschiede dann stärker, wo Volksdeutsche wohnen und das merkt man. Ich nehme ganz stark an, wenn das zu einer Volksabstimmung sollte kommen, dass die Polen dann zu uns gehören wollen. Man sieht ja, sie nur nach Deutschland. Keiner Pole wird trotzdem niemals stolz sein, deutsch sein. Ja, daran muss man immer denken. Was ist denn das man kann auf keinen Fall, nee, ich würde sagen, man kann auf keinen Fall in Polen jetzt die deutsche Nationalität aufzwingen. Dass man jetzt in Polen sagt, also mein lieber Freund, hör zu, jetzt bist du Deutscher, wa? Jetzt lebe so wie ein Deutscher lebt, wa? Nein, das kann man auf keinen Fall machen, weil ein Pole immer Händler ist, ja? Die Sitten und die Mentalitäten zum Beispiel, genau das Handeln. Das Handeln, Zigeuner, würde ich sagen. Billig kaufen, schachern, das ist so das, was ja, da, im großen Land kommt. Daran kannst du auch nicht sagen, dass wir zusammenleben können, das geht einfach nicht. Ich denke mir zumindest so. Die gleichen Töne in Cottbus, 80 Kilometer nördlich von Görlitz. Auch diese Stadt liegt nahe der Grenze zu Polen. An Ostern demonstrierten 50 junge DDR-Bürger mit der alten Reichskriegsflagge. In diesem Hinterhof, in der Schillerstraße. Besorgte Bürger vermuten ein Lager für Waffen und Propagandamaterial. Hier sammeln sich echte Rechtsextreme. Hier hat der westdeutsche Neonazi Michael Kühnen willige Jugendliche für seinen Polit-Joint-Venture rekrutieren können. Auch hier nur Hass für die polnischen Nachbarn. Guckt man sich die Polen an. Das Volk ist doch gar nicht fähig, irgendwie selber eine Wirtschaft aufzubauen, zu existieren. Die schachern. Das waren die größten Messerstecher, die ich früher kannte. Ja, nicht nur das, die schachern auch alleine. Was Schlesien mal war für Deutschland, ja, überhaupt für Europa, wirtschaftlich gesehen. Oder Ostpreußen, Ackerland. Da frage ich mich, die Polen, die Gebiete, die sie nach 45 geschenkt gekriegt haben, geschenkt, ja. Und Schlesien war bei Weitem nicht so zerstört wie vielleicht das Ruhrgebiet oder weiteres. Was daraus geworden ist, da frage ich mich, was wollen die Polen eigentlich mit dem Gebiet, wenn sie es nicht nutzen? Thank you.
300 Kilometer weiter im Osten, Oberschlesien, südliches Polen. Jenseits der Grenze sind deutsche Gefühle erwacht, die leicht missbraucht werden könnten. Kotolin, 80% deutschstämmige Bewohner, wie in vielen Dörfern dieser Gegend. Seit einem knappen Jahr sind auch hier wieder viele stolz darauf, deutsch zu sein. Der Bund der Vertriebenen aus der reichen Bundesrepublik darf inzwischen dem deutschen Heimatsinn auf die Sprünge helfen. Den Schlesierabend lässt sich weder der Herr Pfarrer noch der Herr Bürgermeister entgehen. Grüß Gott, Ewald. Grüß Gott, Frank. Der Bürgermeister. Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Sie begrüßen den Ehrengast aus Bonn, den Generalsekretär der Vertriebenen Hartmut Koschek. Alles nicht so begreifen, dass nach so vielen Jahren könnten wir so alle zusammen wiederkommen mit Deutschland. Das freut uns sehr. Man kommt von den Fesseln frei, so wollen wir mal sagen. Wa? Man kann sich oft zum Deutschen bekennen, wa? Nicht? Der Mensch wird jünger, nicht wahr? Die Falten Gesicht, die verlieren sich dadurch, nicht wahr? 40 Jahre dürfen wir gar nicht Deutsch sprechen, gar nicht singen, gar nicht. Jetzt können wir wenigstens, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Freiheit. Der auch dich befreit. Wart ihm nur die Treu dem Oberschlesierland. Zwischen den Hoffnungen dieser Menschen und der deutsch-polnischen Realpolitik sucht der 31-jährige Vertriebenenfunktionär Hartmut Koschek Balance zu finden. Also ich bin gegen eine nationalstaatliche, knallharte Lösung der Oder-Neiße-Frage. Darüber kann nur ein gesamtes Deutschland befinden. Und ich meine, Deutsche und Polen sollen sich am Beginn des 21. Jahrhunderts mehr zu sagen haben, als wo ihre Grenzen liegen. Sie sollten diese Gebiete zu einer europäischen Brücke zwischen beiden Völkern entwickeln. Und da gehört mehr dazu, als sich nur zu sagen, wo irgendwelche Grenzen liegen. Ja, die sollen die Grenzen so machen, wie sie 1939 waren. Wir sind der Oberschlesier, das war alles deutsch und das muss deutsch zurückkommen. Wo die Mädchen lieblich und die Frauen schlicht. Ein schlesischer Heino sorgt mit heimatlichen Weisen für Stimmung. Mein Vaterhaus, da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Früher waren wir auch. Die DDR, wer hat das gedacht, dass die DDR zusammenkommt? Niemand. Und wir hoffen auch und leben mit der Hoffnung auch so. So wie die DDR. Ja, so wie die von der DDR. Zukunft. Wir waren mal deutsch. Und was sollen denn die westdeutschen Politiker machen, dass es möglich ist, was sie sich erwünschen? Die Grenzen auch. Na, die Grenzen wieder so machen, wie die von 37 waren. Wie soll das möglich sein? Sehr einfach. So wie es 37 waren und fertig. Ja. Heimat, Liebe, Heimat. Szenenwechsel, zurück zu den Neonazis nach Cottbus. Wenn uns vorgeworfen wird, wir hätten Gebietsansprüche an Polen. Wir haben keine Gebietsansprüche an Polen. Wir wollen unser deutsches Land zurück. Es ist doch uns. Deutschland erwache. Thomas Brehl, Stellvertreter Michael Kühnens, peitscht totgeglaubte Parolen in einen Cottbuser Wirtshaussaal. Reichsparteitag der Deutschen Alternative, kurz DA. Mit denen da will der Bund der Vertriebenen natürlich überhaupt nichts zu tun haben. Doch für viele DDR-Bürger und erst recht für die Auslandsdeutschen verschwinden selbst große Unterschiede. Bei der Suche nach einer politischen Heimat spielt eher der Bauch als der Kopf eine Rolle. Hauptsache Deutsch und nur Deutsch. Die hier gehören zum harten Kern der rechtsextremen Szene. Experten schätzen, dass in der DDR etwa 30.000 kampfbereite Kameraden zu ihrem Umfeld zählen. Im Zentralen Kriminalamt in Ostberlin versucht der Chef der neuen Antiterroreinheit, Bernd Wagner, das Neonazi-Phänomen zu beschreiben. Also von fest konspirativen, führerkultisch aufgebauten Gruppen bis hin zu relativ losen Gruppen, alles hier in der DDR. Allerdings ist in der letzten Zeit eine struktive Konditionierung festzustellen in den Gruppen. Das heißt, dass der Zusammenhalt in den Gruppen erhöht wurde.
dass die Führungsqualitäten verbessert wurden, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit diversen Gruppen aus Westdeutschland und auch aus Berlin-West. Und dass noch reger die DDR-weite Kommunikation stattfindet, Politterrorismus installiert wurde, den wir in dieser Größenordnung, in dieser Form in der Vergangenheit nicht hatten. Wir möchten auch an den Wahlen dran teilnehmen, an die Landtagswahlen und an die gesamtdeutschen Wahlen. Kameradschaftsabend in Cottbus. Der Stoßtrupp Michael Kühn. Eine Organisation, die konspirativ arbeitet und illegale Aktionen plant. Die Kameraden kommen aus braven Elternhäusern und haben alle einen guten Beruf gelernt. Anders als die Neonazis im Westen. Von dort bekommen sie die Befehle ihres Chefs Michael Kühnen. Kuriere schleusen sie über die Grenze. Die Kontakte reichen weit in die Zeit des SED-Regimes zurück. Ja, wer kommt, der hebt den Arm, den rechten Arm, ne? Was machen wir noch? Ich wurde damals inhaftiert wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme, § 219. Und mit dann von der Verbindungsaufnahme? Zum Beispiel Gerhard Löwenthal und so. Also, ich habe Briefe damals geschrieben, die wurden dann von der Staatssicherheit gefunden und wurde deswegen inhaftiert. Nach 12 Monaten wurde ich freigekauft in die Bundesrepublik. Was haben Sie dann gemacht? Ja, ich bin dann normal arbeiten gegangen und so. Und dann habe ich Kontakte aufgenommen zu rechten Organisationen. Sie wussten, wen Sie ansprechen müssen? Ja, drüben. Wusste ich. Also selbst von der Nationalzeitung und so hatte ich auch schon hier gehört. Und habe dann damals auch an Frei geschrieben, bin in der DVU eingetreten, später in der NPD. Und habe dann bei der Heldengedenkfeier in Frankfurt Herrn Kühn kennengelernt, Herrn Reiß. Und bin dann damals noch zur Zeit in der Nationalen Sammlung zu Kühn gekommen. Es gibt dort noch ein breites Gemeinschaftsgefühl aller Menschen, die sich national nennen, die für nationale Belange arbeiten wollen. Denen ist das im Grunde heute noch ziemlich egal, unter welchem Namen eine solche Gruppe antritt oder ob sie eher konservativ oder eher sozialrevolutionär oder was sonst ist. Das wird sich natürlich im Laufe der Zeit stabilisieren und es werden auch die Unterschiede zwischen den Strömungen hervortreten. Und es wird die Strömung sozusagen in der Vorhand sein, die zunächst mal jetzt den größten Bekanntheitsgrad erringt, die organisatorisch am fähigsten sich erweist und vor allen Dingen die, die als erstes an Wahlen teilnehmen kann. Und damit ist auch präzise beschrieben, was meine Kameraden drüben versuchen. Die Zentrale der Neonazis, natürlich in der alten Reichshauptstadt. Hier in der Weidlingstraße im Osten Berlins werden die Gruppen und Parteien koordiniert. Ob sie nun Deutsche Alternative, Nationale Alternative oder Freier Gewerkschaftsbund heißen. Alles Zweigfirmen im braunen Politkonzern des Michael Kühnen, die teils zur Tarnung, teils wohl auch aus purer Lust an Parteigründen entstehen, sich auflösen oder verboten werden, um dann wieder gegründet zu werden, mit neuem Namen. Nur die Parolen bleiben gleich einfältig. Ausländer raus und Deutschland den Deutschen. Für viel zu viele DDR-Jugendliche sind solche Sprüche Magnet genug. Der Chef Michael Kühnen glaubt an eine Hochkonjunktur für einen neuen Nationalismus. Ich glaube, psychologisch, im Bewusstsein und Unterbewusstsein der Deutschen, wird das Gefühl, dass wir jetzt wieder eine europäische Großmacht werden und dass wir uns nicht behandeln lassen können wie der letzte Dreck, wie es in den letzten Jahrzehnten gemacht worden ist. Dieses Bewusstsein wird sicherlich zunehmen, wird gerade in der Jugend zunehmen. Und es wird eben in der mitteldeutschen Bevölkerung, wo der nationale Gedanke sehr viel stärker verankert ist, wird eben auch eine nationale Sammlungsbewegung groß werden. Man hat gesagt, ganz schlicht und einfach, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, ja. Dann hatte ich die Staatsmacht, wie es im Gesetz geschrieben hat, mit aller Härte und Konsequenz des Volkes der DDR getroffen, ja. Du konntest dich bekennen, ein DDR-Bürger zu sein? Also öffentlich, bei der Kriminalpolizei öffentlich auch überhaupt, ist ja nie was widerfahren. Aber sobald du gesagt hast, du hast deine Nationalität bekundet, du hast gesagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und gerade wegen die geschaffenen historischen Werte und überhaupt auch, was wir jetzt durch unsere, wir sind sozusagen bekannt als arbeitsames Volk. Das muss raus jetzt. Und
muss raus plötzlich. Das sollte schon immer raus. Das haben wir auch schon mal gesagt. Aber dafür sind wir in die Zuchthäuser marschiert. Verurteilt wurde Carsten Wolter aber wegen Rauditum. Nicht nur beim Bezirksgericht Cottbus ignorierte die DDR-Justiz den politischen Hintergrund der jugendlichen Angeklagten. Der Antifaschismus war eine Leitdoktrin des SED-Staates. Neofaschisten durfte es da einfach nicht geben. In diesem Gerichtssaal wurden René Koswig und Carsten Wolter zu je 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihre Richterin ist jetzt vom Dienst beurlaubt. Sie dürfen sich wieder politisch betätigen. Heute darauf erwidert, also mich selber hat eben die Wehrmacht interessiert, ne? Also der deutsche Soldat, ne? Wie er gekämpft hat. Ne? Direkt jetzt von der NS-Zeit hat mir das der Josef Goebbels sehr, also ich habe ihn ziemlich bewundert, ne? Also dass er das fertiggebracht hat, ne? Mit seiner Propaganda Millionen von Menschen damit zu reißen, ne? Also die Reden und so, ich war fasziniert gewesen davon. Ne? Uns haben sie nur verurteilt, sozusagen, weil wir wegen unserer Äußeren, weil wir Skinheads waren, weil sowas damals nicht in die Gesellschaft reingehört hatte. Also das wurde totgeschwiegen, man hat gesagt, sowas existiert nur im Westen. Und praktisch hier ist gar nicht dran zu denken, dass sowas mal entstehen könnte. Aber es gab's. Mehrgewichtiger waren die Rowdy-Handlung und nicht so sehr die öffentliche Herabwürdigung. Und es war auch nicht so, wie Herr Wolter ja, sagte, dass beispielsweise alle so offen doch zum Ausdruck gebracht haben, ihre nationalistische Einstellung oder nationalsozialistische Einstellung. Ich muss sagen, wir mussten es mehr oder weniger schlussfolgern aus dem Verhalten und aus dem Tatverhalten. Nicht so sehr vielleicht der eine Faustschlag des einen oder des anderen, sondern diese Furcht, die man verbreitet hat. Und es, wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie zugeben, dass andere Furcht vor Ihnen hatten. Und so waren eben Diskotheken doch von einigen ängstlich besucht. Und deshalb würde ich sagen, unter Berücksichtigung der Gesamthandlung der Gruppe, würde ich auch heute die Strafe nicht für zu hoch annehmen. Und die angeklagten Ehemaligen werden ja wissen, dass wir unter dem Antrag des Staatsanwalts geblieben sind und dafür auch eine Begründung hatten. Ne? Schauprozess war es keiner. Denn Sie haben zumindest beim Bezirksgericht den leeren Verhandlungssaal gesehen. Wir hätten das ja groß aufziehen können. Haben wir doch nicht gemacht. Ich will nicht verneinen, dass wir bei der Strafe nicht ganz den Hintergedanken verbergen konnten, während den Anfängen. Mit dieser Strafe hat man mir nicht irgendwie, nicht das erreicht, was man, weiß ich, vielleicht der Staat an der Hinsicht erhofft hat. Ne? Das hat sich bei mir eigentlich noch sehr verfestigt, was ich auch von vielen sagen kann, weil es war ja da die Zeit gewesen, wo die Skinhead-Welle hier war. Und ich habe da mit sehr vielen zusammengesessen und die waren alle derselben Meinung gewesen. Also die haben sich noch, auf Deutsch gesagt, verschlimmert. Also radikaler noch geworden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Siegern unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Sieg! 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 Josef Goebbels brüllt seine letzten Durchhalteparolen in der Görlitzer Stadthalle. Wenige Tage später toben heftige Kämpfe im Umfeld der Stadt. Görlitz selbst bleibt verschont. Die schönen alten Häuser verfallen nach dem Krieg langsam, durch Misswirtschaft. Seit Jahren sinkt die Einwohnerzahl, steigt die Frustration in der verkommenen Stadt an der Grenze. In Görlitz haben zufällig die Republikaner die Nase vorn. Die waren halt als Erste da, aus Wiesbaden, der schönen, reichen Partnerstadt im Goldenen Westen.
Ihre Hetze gegen Ausländer findet in Görlitz rasch Anhänger. Erstmal ist für uns auch ein ganz klar abgestecktes Ziel, Begrenzung der Ausländer. Also, dass jetzt nicht jeder reinkommen kann, ob er nur Türke ist oder Rumäne oder so weiter, ja, dass der kommen kann und bei uns arbeiten kann. Wenn das nämlich so weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir ein Vielvölkerstaat und da haben wir 50% Türken hier und 20% Rumänen und der Rest ist dann Deutsch. Ich meine, sowas darf auf keinen Fall kommen. So wie Franz Schönhuber das gesagt hat, ich liebe alle Türken in der Türkei. Und darum haben wir auch unseren Jugendverband gegründet. Wir sind wir sind ein Zusammenschluss von sehr vielen Leuten eigentlich. Und ich meine, Einigkeit macht stark. Ja. Also, wir werden es den Ausländern, muss ich sagen, wenn die erstmal bei uns da sind, ich meine, dann werden sie schon sehen, dass sie nicht hergehören, würde ich sagen. Aber wenn man sich hier umschaut in Görlitz, das sind überhaupt keine Türken. Es sind aber so und so viele Fidschis zum Beispiel, Vietnamesen in meinem Betrieb. Ich meine, ich verstehe mich zum Beispiel gut mit denen und ich arbeite auch mit denen zusammen. Aber trotzdem, sie haben mir nichts, sie sollen zurück und sie gehen auch zurück. Bei der nächsten Wahl, in Görlitz für Schlesien selber schätze ich ungefähr so 10% auf jeden Fall. Und ich weiß hundertprozentig, ich habe mich mit welchen unterhalten. Die sind auf uns, viele Republikaner sind auf uns verrückt. Und Schönhuber in der Hinsicht kann er sich noch rühmen. Er hat viele, die hinter ihm jetzt noch hier stehen, wie ich. Und viele andere von uns. Schönhuber wird bei uns wieder hochkommen. Wir werden Schönhuber wieder ranlassen. Die Realität straft die Ausländerhetze Lügen. Seine besten Arbeiter sind die geschmähten Polen, sagt der Boss des Braunkohlekraftwerks Jens Schwalde bei Cottbus. 2000 schuften beim zweitgrößten Stromlieferanten der DDR. 10.000 Arbeitsplätze sind es insgesamt, wohl nicht mehr lange. Berechtigte Sorgen um die eigene Existenz in der neuen Marktwirtschaft. Dazu die unverdauten Demütigungen durch das alte System. Der nachwende DDR-Mensch ist ein schwieriges deutsches Wesen geworden. Nicht alle wollen, nur wenige können das psychisch verarbeiten. Die meisten schaffen sich ein Ventil durch Hasstiraden auf Ausländer. Die Zustimmung für rechte Parolen wächst in der Bevölkerung. Halte von Ausländern nicht. Warum nicht? Ist sie nicht. Wir passen sie nicht. Ja, warum denn nicht? Weil sie mir nicht passen. Warum? Warum? Das ist ich. Man hat kaum noch was gekriegt. War ja stellenweise so gewesen im Fleischerladen, wenn die Typen reingekommen sind, haben sie das Zeug runtergepackt und wenn sie draußen waren, haben sie wieder rausgeholt. Man hat also kaum noch was gekriegt. Es gibt unheimlich viele, die hier in Cottbus rufen, Ausländer raus. Wie sehen Sie das? Wenn es mehr oder weniger um unsere Arbeitsplätze geht. Dann ja. Diese ganze gespannte Lage, so wie es jetzt ist, finde ich, das sind Probleme, die auf uns zukommen. Die wir vorher zwar schon hatten, aber nicht so angesprochen wurden, wie sie jetzt sind. Sachsendorf, eine Trabantenstadt von Cottbus. 40.000 Bewohner, 4.000 Gastarbeiter. Hier sind es mehr, doch in der ganzen DDR gibt es nur 2% Ausländer. In der Bundesrepublik dagegen 9%. Kalte Zahlen. Um die Stimmung anzuheizen, werden Türken aus Kreuzberg herbeibeschworen. Sie sind ja nicht mal bereit, jetzt eine deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Weil sie auf ihr, dass sie jetzt dafür stolz sind, dass sie Türken sind. Dann sollen sie wieder dahin gehen, wo sie herkommen, in die Türkei. Da leben sie vielleicht nicht so gut, aber da können sie darauf stolz sein, Türke zu sein. Hören Sie die Meinung vom deutschen Volk? Arbeitsplätze. Seit langem ist da noch Arbeitsplatz rum. Leben uns weg. Ich krieg gehen. Wurst, das ist wieder so. Die Ausländer sind die den Platz weg. Aus, das Volk muss raus. Die müssen ja auslassen. Aus. Guck doch mal die Wohnung da drüben an. Alles da. Was da ist alles? Die ganze Bunte war ja und dann alles. Nur Fotzen da drin. Ausländer. Geht das zum Beispiel, jetzt merkt man es am krassesten, jetzt geht es los mit den ganzen Arbeitslosen. Und da merkt man jetzt gerade, ich meine, die Ausländer, die sind größtenteils, oder sagen wir es so, die sind immer noch alle beschäftigt. Und die Deutschen stehen teilweise, bis größtenteils, die Deutschen jetzt, die haben sie ausgeschmissen. Die stehen jetzt mit einem blauen Brief auf der Straße und suchen Arbeit jetzt. Tatsache ist, dass eine Reihe von Problemen auf uns drauf zukommen werden. Ich denke da insbesondere an die Arbeitslosigkeit. Und dass es in diesem Zuge natürlich eine Atmosphäre geben wird, auch hier gerade im Industriebezirk, die sich gegen Ausländer wendet. Und das ist ja nach meinen Erkenntnissen ein Nährboden für rechte Parteien. So wie Hans-Joachim Zimmerling, der Kripo-Chef von Cottbus, sehen viele die sozialen Unruhen wachsen. Seine Sorgenkinder sind die 500 Vietnamesen im Textilkombinat. 60.000 arbeiten insgesamt in der DDR. Für die Auslandsschulden ihrer Regierung. Von Ho Chi Minhs Erben verkaufte Landeskinder. Doch nun verdoppelt sich die Arbeitslosenzahl auch in Cottbus Monat für Monat. Im Herbst wird das große Textilkombinat geschlossen.
1,5 Millionen Arbeitslose schätzt die DDR-Regierung. Experten rechnen mit 4 Millionen bis zum Jahresende. Die Schuldigen stehen für die Rechten fest. Zum zweiten Mal tritt offen zutage, was der alte Staat ignorierte: Ausländerhass. Seine Idee von Völkerfreundschaft und Solidarität war diktiert, aber nicht akzeptiert. Ausländerhetze auch bei der wiedervereinigten Sonnenwendfeier. Ich möchte nicht, dass Deutschland zu Exotenland wird. Dass Nürnberg West Klein Vietnam wird. Nürnberg Süd die Klein Türkei. Nürnberg Ost die Klein Japanei. Und im Zoo noch ein paar Restexemplare der Spezies Homo Germanicus anzusehen sind, meine Damen und Herren. Links, doch nicht nur die Resonanz der Neonazis in der Bevölkerung wird zum Problem. Ebenso ernst nehmen Fachleute die wachsende Militanz rechter Gruppen. Ihre Verstecke sind über das ganze Land verbreitet. Verbotene Flugblätter werden uns gezeigt. Die verbotenen Waffen nicht. Im Zentralen Kriminalamt weiß der Leiter der Antiterrorgruppe Bernd Wagner, wie sie beschafft werden. Wir haben eine Möglichkeit, aus alten Kampfplätzen des Zweiten Weltkrieges können also Neonazis Waffen gewinnen. Ich denke bloß an den großen Kessel Halbe Teupitz, wo mitunter noch gut verpackte Waffen gefunden wurden. Diese Aktivitäten waren in der Vergangenheit auch durch Berliner Gruppen im Gange. Eine andere Möglichkeit besteht durch die Einfuhr von Schusswaffen aus der Bundesrepublik oder aus Berlin-West. In dieser Richtung haben wir auch Hinweise und ermitteln. Und es gibt die dritte Möglichkeit, die wir sehen, dass von Angehörigen der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte Waffen abgekauft werden. Bereitwillige zur Gewalt, auch zur Waffengewalt, finden die Neonazis in der wachsenden Skinhead-Szene. Die tritt in der Zwischenzeit nicht nur hier in Cottbus immer selbstbewusster auf. Vereint im Kampf gegen die Reste des alten Systems, gegen alles Linke, gegen die Wendehälse, gegen die neuen Kapitalisten, stehen sie zusammen. Immer aggressiver fordern die Jugendlichen Gehör. Und die Neonazis schwingen sich in alter SA-Tradition an die Spitze. Unsere jungen Kameraden sind selbstverständlich immer bereit, Gewalt anzuwenden. Und zwar vor allem deshalb, weil dieser Staat mit Mitteln und Methoden arbeitet, die ebenfalls Gewalt darstellen. Und von unserer Seite wäre das, wenn es passieren würde, lediglich Notwehr, als Notwehr zu sehen. Wir versuchen aber so weit wie möglich die Anwendung von Gewalt hintanzuhalten, da wir in diesen Situationen, denen wir derzeit gegenüberstehen, noch immer versuchen, das Ganze also auf politischen, wegen der Wahlen, wegen der demokratischen, derzeitig existierenden Systeme in die Runde zu bekommen. Gottfried Küssel, Österreicher, tritt hier in der DDR mit Sprüchen an, die ihn überall sonst ins Gefängnis bringen könnten. Auch er, einer der Organisationsleiter der deutschen Alternative, wittert Morgenluft. Mit nationalrevolutionären Parolen will er die verwirrten Jugendlichen ködern. Ich glaube deshalb, dass also die Chancen hinter der DDR etwas größer sind, da die Leute nicht wie im Westen drüben seit 1956 ungefähr oder 48 gekauft worden sind und mit vollen Bäuchen herumlaufen, sondern dass diese Leute wirklich noch Idealismus haben, dass für diese Leute Deutschland noch etwas anderes ist, als einen dicken Porsche zu fahren, dass für diese Leute Deutschland etwas anderes ist, als einen vollen Magen zu haben, als ein Videogerät zu Hause, einen Fernseher zu Hause zu haben. Für die ist Deutschland noch etwas, was sich im Herzen abspielt und nicht im Geldbeutel. Die örtliche Polizei hat sich bisher um politische Straftaten nicht gekümmert. Das war Aufgabe der Stasi. Doch deren Wissen, in Akten gespeichert, ist für den Cottbusser Kripo-Chef Hans-Joachim Zimmerling bis jetzt verschlossen. Es fehlt uns darüber hinaus natürlich das entsprechend ausgebildete Personal. Und ich muss auch darauf hinweisen, dass wir materiell technisch nicht so sichergestellt sind, um diese Aufgaben zu erfüllen.
Noch dringender fehlt eine klare gesetzliche Grundlage für politische Organisationen. Die Polizei vor Ort hilflos, ratlos, überfordert. Erstmal denke ich, dass die Politiker hier gefragt sind, ganz eindeutig und klar gesetzliche Regelungen zu schaffen, die es uns ermöglichen, als Kriminalpolizei entsprechend zu arbeiten, da wir ja wissen, auch aus der Erfahrung der Bundesrepublik wissen, dass diese Gruppierungen konspirativ arbeiten, sich konspirativ treffen und versuchen, sich gegenwärtig noch nach außen hin abzuschirmen. Dann gehört natürlich dazu, dass eine klare Entscheidung getroffen wird, Verfassungsschutz ja oder nein. Es ist ja gegenwärtig so, dass wir keinen Verfassungsschutz haben, dessen Aufgabe das eigentlich wäre. Dabei werden in der DDR nicht nur sowjetische Ehrenmale, sondern auch jüdische Friedhöfe geschändet. Selbst der übelste Teil der Nazi-Geschichte schreckt die Jugendlichen nicht, Auschwitz zu leugnen. Strafen müssen sie nicht fürchten. Zum dritten Mal. Was der alte SED-Staat ausgemerzt glaubte, bricht jetzt offen hervor. Man hat gesehen, dass der Jude, ich sage das mal, diese Glaubensrichtung, dass diese eben überall ist in der Lage, sich nicht nur über Wasser zu halten und mit dem, sagen wir mal, Arsch an die Wand zu kommen, sondern auch noch mehr zu erlangen. Macht zu gewinnen, Einfluss zu gewinnen und die sind auch für sich persönlich zu nutzen. Das ist ganz logisch, dass da Leute umkommen. Und dass sicherlich bei amerikanischen und englischen Bombenangriffen auch Juden umgekommen sind, die man uns später dann auf irgendeine Auschwitzliste gesetzt hat. Naja, das ist ja ganz verständlich. Auf jeden Fall, ich möchte dann ausdrücklich sagen, es gab hier eine Massentötung. Das bezweifle ich zumindest. Und das soll mir jemand beweisen, dass es die gab und so, dann mag sein, dass ich vielleicht da noch dran glauben sollte. Aber ich glaube, das kann wohl keiner. Es gibt die Beweise der schrecklichen Vergangenheit. Auch in Görlitz. Beim ehemaligen KZ Biesnitzer Grund ist 1948 ein Massengrab ermordeter Juden freigelegt worden. Etwas über 40 Jahre später, nur einige Kilometer weiter, der Auftritt Michael Kühnens, Gesamtdeutschlands bekanntestem Neonazi. Sein Vorbild ist Adolf Hitler. Wegen Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda, Verherrlichung von Gewalt, Volksverhetzung und Anstiftung zum Rassenhass saß der 34-jährige Ex-Bundeswehrleutnant fast 8 Jahre in westdeutschen Gefängnissen. Wir wissen aus unserem Herzen und aus unserem Verstand, dass alleine Michael Kühn der Mann ist, der uns dereinst mit dieser Bewegung zum Sieg führen wird. Wir haben einen fruchtbaren Boden. Wir müssen die Bewusstseinsprozesse in der DDR, in der gegenwärtigen DDR, anders beurteilen als die in der Bundesrepublik Deutschland. Weil dort in der Bundesrepublik Deutschland aus meiner Sicht doch recht festgefügte soziale, ökonomische und ideologische Verhältnisse gemessen an der DDR existieren. Und in der DDR vor der Wende als auch nach der Wende Werteverluste und Verschiebungen von Werthorizonten eingetreten sind, die große Teile der DDR-Bevölkerung offensichtlich empfänglich machen, beispielsweise für ausländerfeindliche Stimmungen, sodass ausgehend von diesen Vorgängen zu erwarten sein dürfte, dass auch neonazistische Gruppen in der DDR differenziert nach ihrem politischen Spektrum auch Zulauf in Größenordnung gewinnen dürften, der möglicherweise im bundesrepublikanischen Verhältnisbereich nicht einsetzen dürfte. Die unverfrorenen Auftritte Kühnens in der DDR mobilisieren nach Monaten hilflosen Zuwartens dann doch die Polizei des sterbenden Staates. Zum großen Halali auf Kühnen hat Innenminister Distel seine neue Antiterrorgruppe nach Cottbus geschickt. Der Polizeioffizier vor Ort übergibt den Haftbefehl. Er zeigt sich verunsichert, trotz oder wegen seiner hochgerüsteten Berliner Kollegen. Um eine Eskalation vorzubeugen, können wir den Kühnen bitten, auf dieser Grundlage hier rauszukommen. Ansonsten müssten wir den Herrn Kühn hart erklären. Und das würde die ganze Veranstaltung zerstören. Das wissen wir auch.
Ich möchte den Versammlungsleiter sprechen. Wir sind nicht an Gewalttaten interessiert. Wir sind nicht an Auseinandersetzungen interessiert. Sie haben nicht so viele Erfahrungen mit mir und Kameraden von mir wie die westdeutsche Polizei. Und deswegen verstehe ich eine gewisse vielleicht Nervosität. Wenn das nicht ist, die Verantwortung liegt dann allein bei der Volkspolizei. Wir sind bereit, über alles zu sprechen, über Auflagen, über korrektes Verhalten, über alles. Kühnens Kameraden wollen den Saal verbarrikadieren. Doch der Neonazi-Boss entscheidet sich für eine medienwirksame Verhaftung. Wir werden deshalb wie folgt verfahren. Dieser Parteitag geht weiter mit den vorgesehenen Reden, wenn auch ohne meine Rede als Gastredner hier. Die Leitung insgesamt des Ordnungsdienstes und die, die hier an Anweisungen zu geben haben, ist in erster Linie Kamerad Gottfried Küssel aus der neutralen Ostmark. Das ist der Kamerad, der hier steht. Vielleicht kommst du mal hoch. Ich selber werde mich jetzt der Volkspolizei stellen, was immer die von mir wollen. Ich stelle mich. Keine Probleme, kein Widerstand. Ich möchte nur bitten um eins. Die Versammlung geht da drinnen weiter. Die Kameraden sind nicht an Gewalt interessiert. Ich bitte, hier mit dem zuständigen Versammlungsleiter Kontakt aufzunehmen. Ich selber stelle mich. Nach einem kurzen Verhör in Ost-Berlin wird Kühnen noch am gleichen Tag freigelassen. Wenn die Alten, die diesen Nationalsozialismus mitgetragen haben und ihn noch persönlich erlebt haben, wenn die aus dem Leben schreiben würden, dann hätte sich das Thema Nationalsozialismus erledigt. Der Nationalsozialismus sei ein biologisches Problem. Hier steht Deutschlands Jugend und bekennt sich. Alle DDR-Jugendlichen suchen nach einer neuen Identität. Die meisten hassen das alte System. Viele plagt die Furcht vor dem sozialen Abstieg. Wie viele dem Trommeln der Rechten folgen werden, ist noch ungewiss. Gewiss ist, zurzeit werden es täglich erschreckend mehr. Jeder Einzelne ist einer zu viel. Deutschland, erwache, bevor die braune Saat im ehemaligen Arbeiterstaat aufgeht.